Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute kocht ein junger Koch für Sie, der normalerweise im Bergergut in Oberösterreich seine Gäste verwöhnt. Zwei Hauben und folgende zwei Gerichte hat er uns heute mitgebracht. Es gibt Milchkalbszunge mit Parmesan, Frischkäsetascherl und Basilikumöl. Und in der zweiten Runde Romana-Salatherz mit Parmesan, Wildfangzander und Paradeiser. Ich freue mich riesig, dass er Zeit gefunden hat, Thomas Hofer. Grüß dich, Thomas. Servus. Hallo, grüß dich, Silvia. Hey, wie geht's? Sehr gut. Alles bestens, du hast da einiges vorgenommen, gell? Genau. Kalbszunge habe ich auch nicht so oft in der Sendung. Warum Kalbszunge? So dachte ich mir was, was man sagen kann. Weil wir einen super Milchkalbsbauern haben in der Nähe. Also keine 2 Kilometer entfernt vom Betrieb, mit dem wir ganz, ganz viel arbeiten. Weil der im Prinzip noch sehr traditionelle Methoden hat. Ich einen leichten Faible für Innereien habe und eine Zunge für mich gehört einfach großartig. Was Gutes ist. Gut, dann teil mir ein. Es ist viel zum Tun. Salzen, ja. Pfeffern. Warte mal, da schon, ja. Beide Seiten, oder? Beide Seiten bitte. Dann haben wir da schon einen Topf vorbereitet. Da werden wir das anbraten. Was muss man über Zunge wissen? Im Prinzip gehört es halt zu den Innereien. Das Tolle an der Zunge ist die Struktur. Sie wird halt super, super butterweich. Ist immer mega, mega softig. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und man kann es gut vorbereiten. Darf ich das? Natürlich. Und gibt man das jetzt auf der Seite zuerst rein oder auf der anderen? Oder ist es in dem Fall egal? Auf der anderen Seite. Auf der Seite. Genau. Und dann kann man es mal Spur stärker rösten. Passt, geht los. In der Zwischenzeit fange ich gleich mal mit der dominanten Marinade an. Dann mit Champignons. Die rösten wir jetzt einmal. Und die Tomatenmarinade ist jetzt für die Salat? Genau, ist dann für den Zander. Und ich nehme an, das, was da steht, das gehört mir für das. Ist das richtig? So ist Weil wahrscheinlich nimmt man das dann raus und verwendet die Bratenrückstände. Genau. Okay, gut. Genau so ist es. Dann, ich versuche mein Bestes, du teilst mir ein, gell? Ja, großartig. Darf ich das schon rausnehmen oder braucht man? Ja, genau, perfekt. Gut, dann tue ich so. Wasser, Gemüse rein, weiter rösten. Das lasse ich draußen stehen, ja? Genau. Okay. Gemüse rein. Da haben wir, was sehe ich da? Sellerie, Champignon. Stangensellerie, Knollensellerie, gelbe Rübe, Karotte, Schalotten, ein paar Champignons, junger Knoblauch. So. Dabei die Silvia das Wurzelgemüse anbrät, Gemürzer- und Tomatenmarinade, Schalotten, Knoblauch, Kaffeelimettenblätter, die kriegt man im Asialaden, Zitronengras und Ingwer und rösten das jetzt mit. Warum ist die Regionalität so wichtig? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich die Nachhaltigkeit, die was halt bei uns immer wichtiger wird. Und zweitens, umso näher das Produkt rund ums Haus ist, umso mehr Einfluss kann ich auf den Lieferanten nehmen. Das heißt, wenn ich den halt regelmäßig sehe, einmal oder zweimal in der Woche, und der das bringt oder ich hole es vom Hof ab, habe ich halt natürlich einen super Austausch, dass ich sage, kannst du nicht länger fordern, später schlachten, länger reifen lassen und. Und das macht für mich natürlich wahnsinnig viel Sinn. Ja. So, jetzt kann man das Tomatenmark dazugeben, unterrühren. Wie viel davon? So ein halber Kaffeelöffel reicht komplett. Das einmal ein bisschen anbrät, aber nicht zu lang, sonst wird es bitter. Und dann gleich mit dem Weißwein zusammen ablöschen. So. Die Champignons und die Schalotten, Zitronengras, Ingwer, Kaffeelimetten sind jetzt angeschwitzt. Jetzt kommt Sojasauce dazu. Und ein bisschen Zitronensaft. So, du es einmal einreduzieren lassen und dann den Rest dazu. Dann legt es wieder ganz, ganz leicht an, also nicht anbrennen, sondern wirklich nur anlegen. Dazwischen kannst du schon mal die Gewürze dazugeben. Okay. Das ist Lorbeer, Pfeffer und Wacholderbeeren. Yes. Perfekt.
Das rein? Einfach alles rein. Alles rein. Wird eh durchgesiebt, also. Okay. Und das wieder raus. So, jetzt gebe ich den Rest. Genau. Okay. Ich gieße in der Zwischenzeit mit einem Tomatenwasser auf. Wie komme ich? Das sind gemixte Tomaten, die was nicht zu stark gemixt werden. Okay. Also, dass es halt so gröbere Stücke nur sind. Und dann kommen die in ein feines Küchentuch. Mhm. Und dann lässt man das einfach am besten über die Nacht oder 2-3 Stunden einfach ablaufen, ohne dass man es durchdruckt. Mhm. Fein. So. Zunge zurück. Man kann dann immer riechen, ganz wichtig. Mhm. Sobald der Alkohol heraus ist, kann man weiterarbeiten. Und das ist jetzt mehr oder minder der Fall. In dem Fall. Jetzt gehen wir da die Super. Genau, Hühnerfond, Kalbsfond, ein bisschen gewasserte Rindsuppen, ein bisschen Dümmen geben wir dazu. Ja. Zunge zurück. Zunge rein. Mhm. So, Achtung. Genau. Zudecken. Zudecken, einmal aufkochen, rein in den Ofen. Jetzt machen wir unseren Parmesan schauen. Kannst du damit leben, dass du einen regionalen Produzenten aus Italien jetzt da verarbeitest? Ja, kann ich sehr gut leben damit. Cool. Sehr klar. Okay. Da darf man sich jetzt nichts vormachen. Das ist natürlich ein Produkt, was man immer wieder mal braucht. Mhm. So, das hier. Schalotten, Stangensellerie, Knollensellerie, Fenchel, Champignons. Das wird jetzt mit relativ wenig Farbe angeschwitzt. Dann geben wir dazu ein bisschen an Risotto-Reis. Der ist dann für die Bindung da. Dass ein bisschen molliger wird. Dann können wir da schon ein wenig aufgießen. Oder das heißt, da geben wir Gewürze dazu, dann einen Thymian. Wieder Lorbeer. Pfeffer und Lorbeer. Mhm. Was ist das jetzt? Weißwein? Das Weißwein. Und dann trockener Wermut. Aufpassen, dass man keinen bitteren nimmt. Das lassen wir jetzt aufkochen, sodass die spitze Säure raus ist und der Alkohol raus ist. Und dann gießen wir mit Gemüsefond oder einem Hühnerfond auf. Und dann lassen wir das einfach weich kochen und fertig. So. Perfekt. Wie lange bleibt das jetzt drinnen? Es kommt immer darauf an, wie jung das Kalb war und wie lange es schon abgelegen ist. Aber so eine Stunde 10, Stunde 15 sollte eigentlich reichen. Wie hoch? Am besten bei 180 Grad anfangen für die ersten 20 Minuten und dann reduzieren wir auf 140 und lassen uns ganz langsam dahin schmoren. Super. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und zwischendurch sage ich Ihnen, dass alle Rezepte vom Thomas gibt es für Sie auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/silviakocht. Da stehen die Rezepte von Thomas Hofer außerdem im ORF-Teletext auf der Seite 356. Und in der Nachlese sind auch immer alle Rezepte drinnen. Jetzt passiert was? Wir machen Ravioli. Wir machen Ravioli. So, wir haben unseren Nudelteig vorbereitet. Ja. Der ist relativ simpel. Ich hole das da mal rüber. Magst du was zu dem Nudelteig sagen? Wir haben da jetzt ein italienisches Nudelmehl verwendet. Und die Hälfte glattes Mehl. Und dann ist die Rezeptur relativ einfach. Man nimmt auf 100 Gramm Mehl, ein Ei und ein Spitze Olivenöl. Mehr braucht man nicht. Jetzt fällt mir die kleine Kurbel. Wo ist die? Die braucht man nicht, weil es ist. Na, bitte. Zaubermaschine. So. Ein Auge müssen wir bei der Parmesan schon bleiben. So, dann geben wir ein bisschen Mehl drauf. Das ist jetzt nur mehr das gelbe Mehl, gell? Genau. Mhm. Das ist zum Ausarbeiten dann super. Jetzt sind wir mal auf einer relativ großen Stufe. Und bringen den Nudelteig jetzt einmal einfach nur in Form, dass wir schöne Bahnen hinkriegen. Dann haben wir mal Platz tauschen, ich helfe dir da. Super, perfekt. So, da kann man ja wirklich eine Zeitung drunter lesen. Da sieht man sogar die Holzmarmorierung. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht allzu dünn wird. Ja. Das ist dann auch nicht wirklich gefährlich. Perfekt. Wir machen eine relativ einfache Fülle. Das heißt, das ist jetzt der italienische Hartkäse.
Und in meinem Fall habe ich da jetzt einen Büffelfrischkäse drinnen. Mhm. Was für einen Frischkäse man dann haben will, ist eigentlich jedem selber überlassen. Relativ flexibel. Jetzt bin ich neugierig, wie du die Ravioli machst, weil da hat jeder... Man kann ja ausstechen. Ja. Ja. Oder man schneidet es einfach so in Quadrate. Dann hat man einen Vorteil, dass man weniger Abfall hat, also weniger Abschnitte. Brauchst du aufgeschlagenes Ei zum Einpinseln? Man pinselt mit Wasser ein. Ah, okay. Das schaut gut aus. Das heißt, es kommt überall Fülle drauf. Mache ich das richtig? So. Perfekt. Und so? Gut. So, Thomas, zeig nur, wie du das gern hättest, weil ich weiß, man soll da die Luft ein bisschen rausdrucken. Auch. Perfekt. Im Prinzip, wenn du so weitermachst, dann kann ich gleich nacharbeiten. Wichtig ist, dass die Luft heraus ist, wie die Silvia gesagt hat, sonst würden sie beim Kochen platzen. Das wollen wir ja nicht. So, dann nimmt man sich einen Teller, man dreht es dann um, schaut, dass man leicht und faltet es dann so zusammen und druckt da einmal auf und dann hat man schöne Taschen. Das geht relativ zügig. Aufpassen muss man immer, dass man nicht allzu viel Wasser nimmt zum Einpinseln. Weil? Weil sonst der Nudeldeck stark aufweicht. So, jetzt machen wir die Soße schnell fertig. Die erste und dann gleich die zweite. Das heißt, was darf ich tun, Thomas? Schau her, wir geben jetzt da Milch und Obst dazu. Dann kannst du gleich mal ein bisschen einsalzen und einpfeffern. Das wird noch sicher noch ein bisschen zu schwach sein. Und dann kommt noch ein Creme Fraiche dazu. Pfeffer. Darfst du ruhig noch ein bisschen kräftiger sein? Jawohl. Salz. Jetzt lassen wir das eigentlich nur mal aufstoßen. Okay. Du kannst ein bisschen Zitronenabrieb dazu geben. Schau mal, da hinten habe ich eine Reibe. So. Dann spritzt er frischen Zitronensaft. Das kommt alles rein. Aber jetzt. So. Sehr schön. So, jetzt lassen wir das safen. Ich habe jetzt ganz rauf draht, das Nudelwasser blubbert. Ich würde jetzt einfach ausschalten und dann schalten wir nochmal kurz die Nudeln reingeben, oder? So, du seist das ab. Genau. Jetzt habe ich dort hinten noch eine Schüssel mit Parmesan. Yep. Der Hartkäse kommt dann unten dazu. Genau, den mixen wir jetzt mit rein. Okay, dann kosten wir das nochmal. Genau, jetzt brauchen wir den Schockmixer nochmal. So. Da. Das ganze Schüssel auf einmal rein. Das werden wir schon alles brauchen. Gut. Also, es wird wieder laut. Ja, perfekt. Wichtig ist bei der Sauce, das kann man jetzt warm stellen, aber es wird nicht mehr kochen, weil sonst der Parmesan ausflockt. Jetzt haben wir so eine leichte Säure und die Kraft vom Parmesan dabei. Das passt gut. So, dann machen wir die zweite Sauce gleich fertig. So, dann bringe ich da das, oder hast du das schon? Brauchen wir da auch noch mal den Stabmixer? Ja. Ja, der hat heute eine ganz große Show. Und das jetzt diesen kräftigen Sud. Aus Paradeiser. Dann haben wir noch. Du mixt bitte. Ja. Und jetzt kommt braune Butter dazu. Okay. Geht? Geht. Das mixt man jetzt rein, bis eine gewisse Konsistenz entstanden ist. Mehrwürst dazugeben. Jetzt kosten wir das einmal. Und dann wird mit Honig, Soja und Zitronensaft abgeschmeckt. Haben wir da drüben stehen, nur zur Info. Honig, Soja, Zitronensaft.
Und eventuell, wenn Salz fällt, vielleicht noch ein Spritzer Salz. Du, das ist aber gar nicht so wenig Soja, gell? Ja. Honig. Irgendwo muss ja das Salzige kommen. Und Zitronensaft magst du auch alles reingeben? Nein, das wird viel sicher zu viel. Darf ich so probieren? So einen kleinen Schuss mal. Das tut's. Passt. Und dann tasten wir uns hin. Das klingt gut. Achtung, wird wieder laut. So, gut so. Was sagst du? Ist das dein Konsistenz? Das schaut sehr gut aus. Yep. Und wir haben da jetzt Kirschparadeiser. Die haben wir leicht eingeritzt bei der Haut. Für 10 Sekunden in kochendes Wasser gegeben, dann in eiskaltes Wasser und dann haben wir die Haut runtergeschält. Da haben wir jetzt drei verschiedene Sorten. Das hat der Thomas auch schon um 5.30 Uhr gemacht. Oder? Ja, genau. Und da geben wir jetzt was von der Marinade dazu. Und lassen das in der warmen Marinade einfach so ein bisschen warm ziehen. So. Sollen wir schauen, wie es unserer Zunge geht? Ja, schauen wir mal nach. Normalerweise müsste es schon weich sein. Okay. Hoffentlich. Absolut. So. So. Hast du meinen Deckel runter, bitte? Ja, Achtung, großer Moment. Überraschung. Na bitte. Das schaut schon mal ganz gut aus. Gut aus. Oh, schöne dunkle Sauce. Richtig weich. So, jetzt gibt es einen Trick bei der Zunge. Kühlt sie zu stark aus, kriegt man die Haut nicht mehr runter. Mhm. Das heißt, man soll es im Warmen machen, am besten nur leicht hassen. Aha. Gibt es jetzt ganz kurz in ein kaltes Wasser. Dann kann ich es nämlich auch angreifen und es mit verbrennen. Ah, okay. Und dann sollte eigentlich die Haut relativ einfach runtergehen. Magst du ein Brettal haben? Nein. Nein, geht's. Jetzt war. Du, was ist eigentlich die beste Jahreszeit, um bei euch Urlaub zu machen? Jede Jahreszeit. Jede Jahreszeit hat bei uns einen extremen Charme. Natürlich, beim Winter macht es viel Spaß, weil wir über der Nebelgrenze sind. Mhm. Das heißt, wir sind ja fast auf 1000 Meter. Okay. Was eine super Geschichte ist. Natürlich, dann sind wir, ich will nicht sagen schneesicher nicht, aber wir haben schon viel Schnee. Mhm. Da ist vom Winterwandern bis zum Langlaufen, Skito fahren und kann man sehr viel machen. Mhm. So, die Sauce hat relativ stark eingekocht, was sehr gut ist. Das heißt, wir bringen uns einmal zum Kochen. Da montieren wir jetzt Butter rein. Genau, da haben wir jetzt kalte Butter, die montieren wir jetzt einfach rein. Mhm. Das heißt, es wird nur heiß werden, dann kann man schon ausschalten und einfach die kalte Butter da drinnen auflösen, rührend. Perfekt. So. Ich schneide da jetzt vom Zander ein paar schöne Stücke runter. Das heißt, ich ziehe es von der Haut runter. Schneide schöne Tranchen. Das kann man dann so dick machen, wie man das möchte. Das heißt, umso dicker, umso länger muss man es dann ausfrittieren. Da haben wir Mehl und da haben wir einen Backteig. Und der Backteig ist gemacht worden mit Mehl, Stärke, Spur Backpulver, Parmesan, feingeriebenen, das sieht man, das sind die Stücke. Mhm. Und dann mit einem eiskalten Bier. Bier ist auch noch dabei. Ich möchte nur ein bisschen was sagen über unseren Produzenten. Das ist Hartkäse. Da waren wir direkt in Italien auf Besuch in der Region rund um Parma und haben uns angeschaut, wie dieser Hartkäse gemacht wird von den Vertragsbauern dort. Und das ist ganz ein aufregender Prozess, wenn man da zuschaut, wie der große Käseleib quasi aus dem Kessel gehoben wird. Dann wird das getrennt mit so einem, nicht Messer, aber wie so ein Spatel, ein riesengroßer. Also unfassbar interessant. Schon spannend. Wir haben diesen Zander leicht meliert und in den Backtag reingegeben. Jetzt kann man sich schon mal so ein wenig vorbereiten, dass es dann ein bisschen schneller geht. Wo ist meine Zunge? Da, Zunge. Vor dir? Da. So, Liebes, darf ich dir das schon reingeben da? Das unbedingt. Ist nämlich schon in Aktion. Aber es muss richtig heiß sein, gell? Also richtig, richtig heiß. Es blubbert total weg. Das ist richtig heiß genug, oder? Super, perfekt. Dann können wir eigentlich schon das erste Gericht fertig machen. Wir haben da jetzt Salatherzen, das sind Romana-Salatherzen, sehr kleine. Und da haben wir eine Marinade gemacht
Das ist aus Eidotter, Öl, Knoblauch, Sardellenpaste. Das wird gut verschlagen und dann nach und nach kommt das Öl rein. Und dann kommt noch geriebener Parmesan dazu, also geriebener Hartkäse. Salz, Pfeffer, Zitronensaft. Mhm. Und dann kann man die Salatkerzen einmal eintauchen, ein bisschen abschütteln und rauf aufs Teller. Ist da das Braungold genug? Das ist so perfekt. Ist das perfekt? Wir können jetzt einen Fish and Chips Stand aufmachen links. So, da haben wir jetzt diesen lauwarmen Paradeiser-Salat. Da habe ich Traubenkernöl und Basilikum auf 80 Grad, also gemixt, dann auf 80 Grad erhitzt und auf ein Eiswasser abgekühlt. Okay. Und dann kriegt man so ein ganz ein grünes, sehr intensives Basilikumöl. Auf Eiswasser, damit die Farbe so schön grün bleibt. Genau, dass man gleich das Chlorophyll stabilisiert. Das ist ganz wichtig. So, dann nehmen wir dann einmal zwei so Stück, wenn ich darf. So, ich tue immer, man kann es als Ganzes aufgeben, man kann es aber auch einmal halbieren. Man kann da so diese saftigen Stücke. Darf ich dir das Nudelwasser noch salzen? Ma, super, ja. Und dann würde ich auch schon. Und relativ kräftig. Ja. Bei Nudelwasser kann man immer davon ausgehen, dass das gleiche Salzgehalt haben wie Meerwasser. Also da reden wir schon zwischen 5 und 8% Salz. Okay. Dann schmeckt einfach die Nudeln noch nichts. Das ist, okay, da, ist ziemlich salzig. Genau. Rotes Meermesse. Darf ich die reingeben? Die kann man reingeben. Mhm. So, das Gericht ist fertig. Du hast schon ein bisschen Butter. Ohne Butter geht ja auch nichts. Ich schwenke das da für dich, oder? Ja. Schaut gut aus. So. Du kommst schon wieder ans Anrichten, oder? Genau. So, brauchst du jetzt nur mal ein Brett zum Aufschneiden, nein, oder? Ich hab's ja schon geschnitten. Ah, okay. Gut, das heißt unsere Zunge. Da haben wir die Zunge. Ja. Ui, das ist super weich. Super. Ah, das muss nicht bricht, gell? Herrlich. So, ein schönes Stück von. Dann geben wir gleich ein bisschen Soße drauf. Entschuldige. Wenn ich darf. War jetzt zu schnell. So. Brauchst du noch irgendwas außer den Ravioli? Die Soße, die kann ich da aufmixen. Soll ich das aufmixen? Die kannst du aufschäumen, ne? Ja. Oh, schaumiger geht's glaube ich gar nicht, oder? Boah, bist du hast denn das gemacht? Mit so ein bisschen anheben, dass Luft gleichzeitig reinkommt. Das sind jetzt erst einmal, gell? So. Da haben wir jetzt diesen super luftigen Parmesan-Schaum. Ein bisschen Basilikumöl rum. Das ist wie bei euch im Berger Gut, nur Luft und Liebe am Teller, oder? Genau, und mit Hunger ins Bett. Perfekt. So. Dann ein paar letzte grüne Blätter und dann bitte sag nur mal, was du da alles vereint hast zu deinem Kunstwerk am Teller. So, dann mal geschmorte Milchkalbszunge mit Hartkäse, Frischkäse-Tascherl, so Ravioli, ein bisschen Basilikumöl haben wir dabei und einen Parmesanschaum und die kräftige Schmarrn vor. Wir haben alles für Sie zusammengefasst zum Nachkochen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Ausprobieren. Senden Sie uns ein Foto von Ihren Kreationen, würde uns sehr freuen. Wir verkosten das jetzt mit dem Thomas, aber das letzte Wort hat der Chef immer. Mahlzeit. Dann Mahlzeit, wenn es so sagt. Wo fangen wir an?